17. Juni, 9.52 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Und damit begrüße ich euch zu Apollo Justice, Ace Attorney. Heute ist der Tag der Entscheidung. Hast du etwas Schlaf gekriegt? Zocker haben niemals Schlaf. Aber Apollo ist anscheinend kein Zocker. Ja, ich bin so gegen 1 Uhr ins Bett. Oh, und wann bist du aufgestanden? Um 3 Uhr. Oh, okay, er ist noch härter drauf als ich sogar. Das sind nur 2 Stunden, Apollo. Aber du hast ja noch mich. Wow, nee, nicht du, du schon wieder. Und den unglaublichen Herrn Hut. Schau mir in die Augen, Kleiner. Nein, ey, boah, nicht mal eine Minute vergangen und schon so ein komischer Moment. Viel Glück heute, Apollo. Diese Stimme, die ich nicht nachmachen konnte, weil ich jetzt nicht weiß, wer redet. Aber okay, es war klar, dass es Phoenix war. Hey, etwas Schlaf gekriegt? Herr Wright! Ich wurde aus der Klinik entlassen und dachte, ich schau mal vorbei. Bin ansonsten vollkommen mit Stil-Samurai-Wiederholungen beschäftigt. Der guckt das immer noch. Papst, weißt du, wen Staatsanwalt Gavin heute als Zeugin geladen hat? Rate mal. Vielleicht Little Plum? Mutter Dampfwalze? Nee, versuch's nochmal. Alter, wenn die das gehört hätte, ey, sein Kopf wäre direkt ab, aber sowas von. Schade, aber wo wir schon bei Müttern sind. Du solltest dich langsam mal um eine neue Mutter für mich kümmern, Papst. Der Tag hat gerade erst begonnen und du bist schon mal wieder bei dem Thema, Trucy. Irgendwie kaufe ich den beiden diese Vater-Tochter-Beziehung nicht so ganz ab. Herr Wright, wissen Sie, wer Zeuge der Anklage ist? Alita Tiala, die Verlobte deines Mandanten. Sie ist eine der Zeugen? Aber das ist seltsam. Warum sollte sie gegen ihren eigenen Verlobten aussagen? Keine Ahnung, was Gavin vorhat. Heute passiert etwas Entscheidendes. So viel steht fest. Naja, kein Grund zur Sorge. Immerhin habe ich mein Höschen wieder. Wenn wir keinen Mörder finden, ziehe ich einfach einen aus dem Höschen. Also wenn das so einfach wäre, das wäre natürlich genial. So ein Mega-Sheet. Ich gebe Sheet ein Höschen. Ich kann jede Lösung aus dem Höschen ziehen. Mann, das wäre pervers. 17. Juni, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 4. Die Verhandlung im Fall Wokikitaki wird hiermit fortgesetzt. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage ist zum Auftritt bereit und wir haben ein ausverkauftes Haus. Sehr gut, dann wollen wir nochmal rekapitulieren. Nachdem der gestrige Zeuge von allen Parteien bisher am schuldigsten schien... Schuldig des Höschendiebstahls? Konnten wir immerhin eine Sache mit absoluter Sicherheit feststellen. Zur Tatzeit waren im Park 3 Personen anwesend. Der Zeuge, das Opfer und der Angeklagte. Korrekt, euer Ehren. Und heute möchte ich etwas leicht Esoterisches versuchen. Ich würde dieses schreckliche Verbrechen gerne einmal von außen betrachten. Von außen? Die Beschaffung der Mordwaffe, die Vorbereitung der Tat. Der arme Angeklagte hat bereits alles gestanden. Und zwar seiner Auserkorenen. Seiner Ausgegorenen? Seiner Verlobten, Herr Richter. Seiner lebenslang Erwählten, ohne Bewährung. Also gut, rufen Sie die Glückliche in den Zeugenstand. Ihren Namen und Beruf, Fräulein. Alita Tiala, mein Beruf? Zukünftige Ehefrau. Mann, jetzt darf ich aber nicht in Trucys Stimme reingehen, ey. Ich hasse Frauenstimmen. Ah, traditionelle Werte, meine Hochachtung. Heutige Ehefrauen können nicht mal mehr Körbe flechten, blind, unter Wasser. Und trotzdem wollen sie heute als Zeugin der Anklage aussagen? Ehrlich gesagt, wollte ich zuerst überhaupt nicht aussagen. Aber ich konnte die Wahrheit einfach nicht für mich behalten.
Ehrlichkeit, noch eine bemerkenswerte Eigenschaft. Ja, wir wissen ja alle, dass die Zeugen sehr von Ehrlichkeit nur so platzen. Mademoiselle, stimmt es, dass Ihnen am Tag des Verbrechens der Angeklagte Woki Kitaki seine Pläne gestanden hat? Seine Mordpläne? Ja. Dann möchte ich die Zeugin um ihre Aussage bitten. Zeugenaussage. Wokis Plan. Es war an dem Tag, an dem wir die Ergebnisse vom Familiengesundheitscheck erhielten. Als Woki herausfand, dass Dr. Meraktis gelogen hatte, dreht er durch. Dem zeige ich, schrie er. Er nahm eine der Pistolen aus dem Familienbesitz. Und was dann in jener Nacht passierte, wissen Sie ja bereits. Ich sehe einfach keine andere Möglichkeit, als dass Woki es getan hat. Also ihr merkt, in Sachen Frauenstimmen bin ich nicht sehr flexibel wie bei Männerstimmen. Das könnte etwas problematisch werden. Also gehörte die Pistole der Familie Kitaki. Ja, aus diesem Grund läuft bereits eine Durchsuchung des Kitaki-Anwesens. Es besteht Verdacht auf illegalen Waffenbesitz. Und die Kugel, die den Opfer das Leben nahm, stammt sie... Aus der Pistole, die sich der Angeklagte beschafft hat? Ja, das ist erwiesen. Wie kann das erwiesen sein? Projektile tranken in Spuren der Waffe, aus der sie stammen, sogenannte Riffenspuren. Riffenspuren? Der Fingerabdruck einer Waffe, könnte man sagen, auf jeder abgefeuerten Kugel zu finden. Und wann haben Sie zum ersten Mal von Wokis Plan gehört? An dem Tag, an dem der Mord geschah. Ich hätte ihn abhalten müssen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass er es wirklich tun würde. Na schön. Die Verteidigung kann mit dem Kreuzverhör beginnen. Kreuzverhör. Okay. Und ich würde mal sagen, wir greifen auch direkt richtig brutal an. Und zwar gegen Ende. Erstmal, ja. Ganz schön viel erzählen. Und hier zögert sie ein bisschen. Da wollen wir doch mal mehr erfahren. Moment mal! Wie können Sie sich da so sicher sein? Wie? Hä? Einspruch! Boah, Alter, der geht aber auch zur Sache hier. Stirni, wagen Sie es ja nicht, das junge Fräulein anzugreifen. Der Angeklagte war derjenige, der die Pistole nahm. Woki, nicht wahr? Diese Tatsache können wir als erwiesen ansehen. Ich denke, das können wir. Besteht eine Möglichkeit, dass jemand anderes das Opfer mit jener Pistole erschossen hat? Nein, einfache Logik, klar. So scheint es zu sein. Hat die Verteidigung zu diesem Punkt irgendwas zu sagen? Hätte jemand anderes die Pistole benutzen können? Da war noch jemand anderes. Wenn man von ihrer Aussage ausgeht, gab es eindeutig eine weitere. Eine weitere Person mit Zugang zu jener Pistole. Was wird das? Interessant. Fragen wir doch mal nach. Sagen Sie dem Gericht doch, wer diese andere Person war, die Zugang hatte. Das war Alita Tiala. Nimm das! Ich meine natürlich Sie, Fräulein Tiala. Mich? Aber das... Das ergibt sich eindeutig aus Ihrer Aussage. Am Tag des Mordes hörten Sie durch den Angeklagten von der Pistole. Mit anderen Worten, Sie wussten, was er vorhatte. Einspruch! Nur um das nochmal klarzustellen. Sie wollen uns erzählen, dass diese Dame ihrem Verlobten die Pistole gestohlen hat. Um ihn in seinem Namen einen kaltblütigen Mord zu begehen? Ja, das scheint mir logisch. Ich habe schon viele seltsame Dinge gehört, die Menschen aus Liebe getan haben, aber das... Das scheint ein wenig sehr unwahrscheinlich. Ich bin bestimmt ein großer Romantiker und würde alles für meine Ehefrau tun. Aber bei einem Mord würde ich dann doch zögern. Hoffentlich bliebe es nicht nur beim Zögern. Aber was wäre, wenn man noch eine weitere Verbindung beweisen könnte?
Eine Verbindung der Zeugin zum Opfer zum Beispiel? Vielleicht gab es ja ein persönliches Motiv, ihrem Verlobten zu helfen. Das würde die ganze Sache in ein anderes Licht stellen. Welche mögliche Verbindung deuten Sie hier an? Weißt du, was ich langsam zu glauben beginne? Ich beginne zu glauben, dass die Polizei nie einen Blick in den Safe geworfen hat. Ich habe Beweise, die eine Verbindung zwischen der Zeugin und dem Opfer belegen. Und wenn wir schon über den Safe reden, dann präsentiere ich Wokis Patientenakte. Nimm das! Das sieht aus wie eine Patientenakte. Gefunden in einem Safe der Meraktis-Klinik. Ich würde die Aufmerksamkeit des Gerichts gerne auf die Namen auf der Akte lenken. Was? Fräulein Tiala, wie kommt Ihr Name auf diese Akte? Nun, können Sie uns erklären, was das bedeutet, Fräulein Tiala? Ich bin nicht sicher, was Sie mit bedeuten meinen, Herr Justice. Oh, unsere heiße kleine Verlobte ist geradezu eiserstarrt. Mann, wie ich diese 180-Grad-Drehungen liebe. Ich habe bis vor einem halben Jahr in der Klinik gearbeitet. Es war langweilig, also habe ich gekündigt. Das ist alles. Ist das ein Problem? Boah, Alter, dein Gesicht ist aber ein Problem, ey. Dein ganzes Benehmen. Auch wieder eine Person, der ich da Kopf abschlagen könnte. Fräulein Tiala! Sie haben ausgesagt, Sie hätten keine Verbindung zum Opfer. Habe ich auch nicht. Nicht mehr. Nicht mehr? Ich habe vor einem halben Jahr gekündigt, oder? Also gibt es keine Verbindung mehr. Lassen Sie mich raten, Sie gehören zu den Typen, die keine Ruhe geben. Bevor Sie nicht restlos alles über die Vergangenheit Ihrer Freundin wissen. Habe ich recht? Das ist eine bösartige Unterstellung. Also ich akzeptiere die, die ich liebe und... Einspruch. Eigentlich wollte ich ja Einspruch sagen, ich bin ein bisschen zu tief geraten. Keine Verbindung mehr haben, hat vor Gericht keinen Wert. Hat keinen Wert. Die Frau ist echt eine harte Nuss. Sie fühlt sich bei den Kitakis bestimmt richtig zu Hause. Sie haben ihre Stelle in der Meraktis-Klinik gekündigt, das ist wahr. Aber sie blieben trotzdem auf gewisse Art und Weise in Verbindung. Also gut, Herr Justice. Legen Sie uns einen Beweis für die Verbindung der Zeugin zur Meraktis-Klinik vor. Und wir präsentieren... Alitas Sandalen. Nimm das! Diese Sandalen wurden vor dem Empfang in der Meraktis-Klinik gefunden. Sie gehören nicht zufälligerweise Ihnen? Keine Ahnung. Es gibt bestimmt jede Menge Leute, die solche Sandalen haben. Es tut mir leid, Fräulein, aber Ihre Vorstellung zieht nicht. Ihr Moment des Zögerns hat sie verraten. Was ist mit Ihnen los? Ich dachte, Sie wären auf meiner Seite. Ihnen ist vielleicht nicht bewusst, dass 10 Zehenabdrücke hinterlassen. Eine simple Untersuchung dieser Sandalen wird uns die Wahrheit offenbaren. Aha, jetzt enthüllen Sie Ihr wahres Gesicht. Es war von Anfang an ein Fehler, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ich wollte doch nur, dass Sie Woki wieder auf den rechten Weg bringen. Das Gericht denkt, Sie sollten sich größere Sorgen um sich als um Woki machen. Es scheint, als müssten Sie uns dieser Geschichte noch ein wenig mehr erzählen. Ihre Sandalen wurden vor dem Empfang in der Meraktis-Klinik gefunden. Was bedeutet, dass Sie am Tag des Mordes dort waren? Tja, es ist wohl sinnlos, das abzustreiten. Na schön, die Zeugin soll uns von ihrem Besuch erzählen. Warum sind Sie an diesem Tag in der Meraktis-Klinik gewesen? Zeugenaussage. Die Meraktis-Klinik. Ich bin an jenem Tag in die Klinik gegangen, das erste Mal seit meiner Kündigung. Ich wollte Dr. Meraktis warnen. Ich wusste ja, dass Woki die Pistole hatte. Der Doktor war ein ängstlicher Mann, zu ängstlich, um seine Fehler zuzugeben. Warum hätte ich sonst dorthin gehen sollen? Ich habe nichts zu verbergen. Ich wollte ihm sagen, dass er vorsichtig sein soll, aus alter Freundschaft. Ja, nee, ist klar, aus alter Freundschaft.
Mit Fehler meinen Sie den Fehler, von dem uns der Angeklagte erzählt hat? Die verfuschte Operation? Er war ein ängstlicher kleiner Mann, aber ich wollte nicht, dass ihm etwas geschieht. Ich dachte nur, dass ich es ihn wissen lassen sollte, verstehen Sie? Das klingt plausibel. Ja, aber es gibt immer noch etwas, das nicht ganz so plausibel klingt. Und was wäre das, Staatsanwalt Garvin? Die in der Lobby vergessenen Sandalen, versteht sich. Wir dürfen davon ausgehen, dass sie in diesen Sandalen zur Klinik gegangen ist, ja? Warum hatte sie dann nicht auch auf dem Heimweg an? Ich wäre darin heimgegangen. Ich wäre auch in diesen Sandalen heimgegangen. Warum sind die Sandalen also dort geblieben? Er hat den Widerspruch vor mir aufgedeckt. Wie unfair. Dafür sollten Sie besser eine gute Erklärung parat haben, meine ich. Nun, zum Beispiel, waren dort zufällig ähnliche Sandalen, die Sie aus Versehen angezogen haben? Ach ja, stimmt ja. Ich bin beeindruckt, Herr Garvin. Ach, keine Ursache. Denn es gibt ja keine andere mögliche Erklärung, oder Stirni? Was soll das? Das ist nicht fair. Er schafft die Löcher in ihre Aussage. Die Verteidigung darf mit dem Kreuzverhör beginnen. Jawohl, euer Ehren. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Bis dann.